So, neue Aufnahme. Aber es wäre auch eine Lustige. Ich stelle mir das so vor: Ron fährt da mit seinem Fahrrad durch die Gegend. Klatsch tot. Mordhos. Oh, hat mich der Zombie getroffen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Gute Nacht. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Was mache ich denn jetzt mit meinen schönen Spikes? Ich würde ja gerne vor eine Tür bauen. Solange wir nicht selber reinlaufen. Nee, nicht unsere. Ach so, da drüben, ja, ne? Da kannst du nichts vorbauen. Weil ich nicht nah genug rankomme. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja, du hast ja recht, ich habe das ja vorhin selber gesehen. Aber du weißt, wie das manchmal ist, so mit Wunschgedanken des Herrn her. Oh ja. Ist denn hier gar kein Auto mehr? Die vor der Tür, die haben dir nicht gefallen, oder was? Wir kennen euch abkühlen. Ach, wir hatten auch das vor der Tür. Ja, aber keine, nur noch in der kaputten Stufe, ne, oder? Na, eins hier drüben zwischen den zwei Häusern hier, einmal Feindeshaus und das leere. Ja, Steht da noch. stelle ich mich mit der Wensch hin. Alles klar. Was soll da passieren, ne? Nichts, gar nichts. Ich habe eins gefunden. So ein halb heiles. Ach, war ich jetzt erschrocken. Ja, ich auch. Guck mal hier, die haben wir nicht gesetzt, diese Steine hier. Nee. Ich wollte eine Autobatterie nicht bekommen, aber. Naja, stellen wir hier das Wasser unter Strom. Ran hat vor, Das wär's doch, ne? Hat jemand einen Tipp, wo man aus dem Chat nochmal vielleicht einen besseren Tipp, wo man Wollen wir noch noch mal Öl die Treppe herkriegt? weghauen, Killer-Lady, hier beim Nachbarn in der Kirche? Können wir gerne probieren. Ich habe eine lila Batterie gefunden. Naja, okay, was soll's. Aber Ja, das ist das Mutterglück. Hier liegt ein Rucksack. die Teambildung. Ach, es gibt ein Team mit Io, Osterstrom und Breuwolf. Ich bin mit Mikbus und der Kellerlady zusammen, die ihren Namen hier alle Ehre macht. Die Gewinnerin des letzten Events. Das versauen wir ihr gerade so ein bisschen. Ach Quatsch. Die hat wieder einen Turm Aldo gebaut. hat sich zusammen mit Jack in eine Gruppe gepackt, weil Aldo hat die Perlen zugeordnet und mit, ich weiß nicht, wer da noch drin ist. Habe ich vergessen? Oh, guck mal, Juna ist. Oh, Juan mit seinem Fahrrad. Dreimal ineinander, boah, wie geht das denn? Killer Lady, hast du Steine einstecken? Nee, ich glaube nicht. Okay. Da oben ist aber jemand. Vorsicht, Niklas. Ja, mich kann er nicht Oben. treffen. Der wird gleich runterkommen, wird darüber weinen, dass er seine Treppe verliert. Also Öl gibt es wahrscheinlich nicht in Autos. Hat jemand einen besseren Tipp für Öl? Gibt es überhaupt Öl? Haben die es gegebenenfalls rausgenommen? Es wäre möglich, dass die auch Öl rausgenommen haben. Klar, Waffen haben sie auch rausgenommen. Ich bringe unseren Elektrokrams erstmal. Öl gibt es in Autos? Ja, okay, dann haben sie es rausgepatcht. Es gibt kein Öl im Sehr Spiel. schön. Achtung, ich Wahrscheinlich. denke, Karacho ist hier irgendwo ganz geil drauf, uns zu erschießen. Ich gehe links rum. Okay. Ja, da steht da gegenüber, links von der Kirche. Ich komme zu euch zurück. Hit. Hit. Sehr schön. Mein Captain, mein Captain. Ey, One fährt mit seinem Shotgun-Fahrrad da irgendwie durch die Gegend und killt alle. Guck dir es an. Während da gerade rüber zu Wir, dem. wir, 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 wir. Ach nee, ist Nee, ja ich unser nicht. Ich Haus hab hier. gerade hier Ja. nochmal das Okay, Ding alles auf. klar. Ich bringe nur gerade mal eben Loot rein, aber Ja. ist nichts Tolles bei halt, ne, was wir gebrauchen könnten. Kannst du noch mal gucken, dass mich da keiner erschießt, Killer Lady, wenn es geht? Warte mal, hier Kurz. ist links einer bei uns vom Haus. Ich bin sofort wieder draußen. Das ist Captain. Der hat seinen Schlafsack draußen gelegt.
Schade, wir hätten sogar einen Motor, ne? Also. Wieso treffe ich den denn nicht? Das gibt's doch gar nicht. Wo ist er? Da? Hier links vom Haus, Ecke, direkt an der Mauer. Steht. Direkt an der Mauer? Wo? Bei uns? Bei unserem. Nee, gegenüber, aber ist weg. Hier war er gerade. Denk mal, der geht ums Haus ringsrum. Vorsicht. Geh mal weiter seine Kirche kaputt klopfen. Ja, der ist hier hinterm Haus. Oh, nachladen will, ey. Hinterm Haus? Ein Treffer. Zwei Treffer, der hat eine Metallrüstung an. Wo hat er die schon wieder hergezerrt hier? Hey, das zweite Mal. Ja, und er schießt mit Stahlpfeilen, da wechsle ich jetzt auch mal drauf. Der Turm liegt immer noch. Okay. Ja, aber was bringt dir das, der in der Kirche zu klopfen da? Ich dachte, der steht schon wieder hier. Wo, schon wieder? Da an der Mauer. Direkt vom Haus. Ich dachte, die bauen ihren Turm wieder auf. Die müssen doch ihren Turm. Nee, der ist links am Haus. Der ist auf der linken Seite von dem anderen Haus. Der läuft jetzt hinten rum. Du hast so ein Glück, dass ich dich nicht getroffen habe. Wenn du sagst, der steht bei uns direkt am Haus, schieß ihn natürlich auf die Person, die direkt am Haus steht. Das warst du. Ja. Das ist er läuft hinterm Haus. Mein Fehler-Skill rettet Leben. Er läuft hinterm Haus. Wahrscheinlich. Einer hat er. Genau. Vorsicht, das bin ich, der da auch kommt. Ich komme auch auf der rechten Seite. Ich kann nicht auf ihn schießen, weil du im Weg bist. Ich stehe vor ihm mit dem Knüppel. Ich treffe ihn nicht. Nee, Knüppel kannst du vergessen mittlerweile hier. Knüppel kannst du knicken. Soll ich dein Zeug aufnehmen? Hast du was drin? Der Typ spawnt in der Kirche, wenn du mich fragst. Der spawnt in der Kirche. Ich habe da eben irgendwie so ein Plopp-Geräusch gehört, glaube ich. Ich habe allerdings auch nur noch 55 Leben. Da klopft jemand. Ja. Mucki! Vorsicht! Geh du vor. Nee, er ist raus. Ja. Ich habe nur noch 29 Leben. Ich muss mal kurz heim und was essen. Der Captain kommt aber immer irgendwie von der linken Seite. Ja, aber okay. Wir dürfen ja nicht aufnehmen. Vielleicht liegt der auch im anderen Haus. Die Stahlpfeile sind schon ganz gut. Ja, die ist auch gerade noch aus. Hm. Was esse ich denn mal? Aber sehr schön, sehr geil. Ach, wir haben ja noch die Lammration, die können wir ja auch mal essen hier. Ja, ich beschossen, wahrscheinlich vom Kirchendach. Steckt das eigentlich? Ich glaube, ich warte lieber mit dem Essen, bis das eine ausgelaufen ist, ne? Wahrscheinlich am besten, wenn ich so lange warte. Mir ist schon wieder irgendwie schlecht. Warte mal ganz kurz. Seid ihr gerade umgesprungen? Nein. Der Captain geht wieder um das andere Haus rum. Zumindest geht jemand am. Ihr wisst schon, gegenüber das liegende Haus. Ich komme mal raus. Ich stehe hier unten im Schlafzimmer. Hm. Aber rausgehen ist natürlich. Ja, eine der Idee. Steht links. Schon wieder? Hm. Ja, da kommt er gerade angedackelt. Ich sehe ihn gar nicht. Und verpisst sich wieder. Yep. Ich gehe wieder zwischen der Kirche und dem Holzzaun rum. Ich folge dir. Ja, dann hier ist er. Der ist hier. Ah, ich treffe ihn nicht, ne? Nee, das ist sowas von. Er geht um die Kirche. Ah, Mucki ist da oben wieder drin. Ich hätte da Mucki in den Rücken schießen müssen. Ich habe Mucki gerade in den Rücken geschmissen.
Nee, ich hab's nicht geschafft. Hier steht jetzt auch ein Spike vorne auf der Ecke, Vorsicht. Ich gehe mal in die andere Richtung, okay? Vorsicht, die kommen vorne rum. Und die fangen hier an, mit hässlichen Spikes auf ihr Gelände hier zu stellen. Ich gehe von hinten. Hinten, Mucki ist hinten. Ich komme zu dir, ich bin neben dir. Killer Lady ist auch da. Ja. Spoilert ja doch tatsächlich mit so einer Weihnachtsstange auf dich los. Jupp. Oh, ich habe einen gekriegt. Von wo? Weiß ich nicht. Einen ganz hässlichen. Der hat mir fast alles abgezogen. Ja, ich sehe es. Was, du warst nicht mitten im Haus, ne, Killer Lady? Doch, ich war mit hinten. Ach so, okay. Ja, dann, keine Ahnung. Ja, wenn dann vielleicht von oben. Ich gehe mal wieder auf Steinpfeile, so schlecht, haben wie, Sie ich, wieder so schlecht wie ich zugemacht? Schieße. Muckis Rache, Arte, alle warten noch drauf. Mucki ist ein ganz netter. Ach komm. Ich habe doch hier schon wieder einen Pfeil gehört. Ja, ich auch. Links, links am Haus, links drüben auf der anderen Seite. Ja, hier kommt er wieder, hier kommt er wieder, hier kommt er wieder. Und hat mich mitgenommen, wa? Ah ne, Tor hat mich eliminiert. Ja, diesmal war das Tor. So, 18 Leben. Ich, und mir ist heiß. Verdammte Kekse, mir war auch heiß. Kekse wäre jetzt auch geil. Oh, oh, Mucki ist hier, wer ist das? Wer, keine Ahnung, zwei Leute vom Haus, glaube ich. Ich bin tot. Jack van Helsing. Dann kann er ja ein bisschen teabaggen. Jetzt hat er mich einmal gekillt in dem ganzen Abend. Und boah, okay, ich fand das nicht so schnell. Nee, auch nicht. Ja, ich weiß, Mucki ist nett, ich kill ihn die ganze Zeit über. Wir haben uns aber persönlich getroffen, insofern geht das in Ordnung. Ist jemand von euch im Garten? Nee, ne? Ja, ich bin im Garten. Alles klar, dann kann ich mir die Aufregung ersparen. Helsing und Bohr sind vor der Tür. Direkt vor der Tür, oder wie? Mhm, die haben mich gerade, Chick hat mich gerade wahrscheinlich eliminiert. Ja, von ja genau. Kommst du so scheiße nach vorne? Der hat auch einen hässlichen Pfeil in sich stecken. Direkt vor der. Ich kann sie leider gerade nicht sehen. Die gehen jetzt hinter die Kirche. Ah ja, können sie ruhig. Dann gehe ich mal raus und klär das. Ich gehe auf die andere Seite mal von der Kirche. Ja, da ist jemand. Aber, oh, die Mutter hat was getroppt. Wo kommst du denn her? Ich gehe ins Haus. Ach, Jack, du willst Nahkampf? Habt ihr euch nun endlich gefunden? Ja, mit den Latenzen, bei den Latenzen macht das gar keinen Sinn, ne? Das hat auch nichts mit Skill zu tun. Nee. Ich finde, mit 90 ist Wilsbunz viel zu entspannt, richtig kaltherzig geworden. Wir haben immerhin schon 251 Coins. Nee, wir haben 400. Ich hatte irgendwo noch 400 rausgeholt. Achso, ich habe gerade 200 irgendwas rausgeholt. Oder 50 oder sowas. Double Kill. Captain Carajo hat Bo eliminiert. Zombie Uschrum von hinten. Wenn man auf die Troffel, das geht gar nicht wie in anderen Spielen hier. Ach, bin ich doof.
Keller, okay, der Chat ist irgendwo ja richtig nett. Hunde im Keller, da will ich mal raus. Dein Chat ist ja richtig nett zu dir. Wieso? Naja, hier ganz. Denk gut an deinen Puls, ja, ja. Kecken Karacho ist wieder hier. An der Kirche? Ne, an diesem großen zweistöckigen, an diesem großen Hochhaus. Hinten. Ah, okay. Hinter ist der. Oh, Captain Karacho, kriegst du so von deinem Hund! Ah ne, Mucki hat ihn gekillt. Mucki hat ihn. Aber hier rennt auch noch ein Hund rum. Den hat er noch down bekommen, den Hund, glaube ich. Autsch. Pass ein bisschen auf, wenn er hier über die gesetzten Steine im Garten springt. Ich habe da noch die Stacheln hingebastelt. Ach komm, Mucki. Wer ist das hier? Ist das jemand von euch? Also ich stehe noch bei der Mauer und hab gerade irgendwas springen hören. Oh, vier Leute bei mir. Ich habe ein Problem. Wo bist denn du? Hinter der Kirche. Vier Leute. Du kommst jetzt auf die Straße, rückwärts? Ja, ich bin das. Hinter dem Stein ist gleich einer und da sind noch zwei oder andere. Ich werde gleich mal reloggen. Bei mir ist nur noch am Laggen. Naja, es leckt wie Sau gerade hier. Ich bin bei 9 FPS gerade. Laut Spielanzeige. Ich blende es gar nicht ein, weil die Einblendung kostet wahrscheinlich auch einen noch Treffer einen FPS. Einen Treffer habe ich. Oh, ich habe irgendwas getroffen. Ja, ich habe eben auch was getroffen. Durch die Tanne, das kann auch ein Zombie gewesen sein. Ich gehe mal auf die andere Seite von dem Haus. Oh, Mucki räumt er ja richtig ab gerade. Ist Captain bei mir. Wo bist denn du? Straße? Nee, doch, am Haus hier. Danke, Mikros. Ach, kein Thema. Ich mach das gern. Jemand rennt schon wieder hinter das Haus, hinter die Kirche? Ich renn, also nee, alles klar. Ich renn bei uns hinter das Haus. Nee, okay, dann bist du das ja nicht. Irgendwann ist hier. Ich bin neben dir, an dem vorbeirennenden hier. Ach, der ist abgehauen, weil da vorne die Zombine ist. Keine Ahnung, wo der hin ist. Keine Ahnung, hat einen Hit gekriegt. Der ist jetzt hier am Nachbarhaus, könnte Oster oder so jemand sein. Also hier sind jetzt nur noch, hinter dem Haus sind jetzt nur noch Zombies. Hinter der Kirche. Ach, verdammte Hexe. Ich bin das, wer immer da auch im Haus steht. Ich glaube, ich relogge jetzt eben einmal. Vielleicht wird es dann besser. Mit den Lags. Es wird immer schlechter. Ah, das ist schlimm im Moment. Das ist ja unspielbar. Ja. Ich nehme den Woodframe auf. Sind wir jetzt alle hier? Ja. Ja. Na dann, sollten wir alle drei reloggen? Nee, ich warte. Nee, ich warte auch mal einer nach dem anderen, oder? Ja, aber ich glaube, eigentlich muss der Server wahrscheinlich neu gestartet werden, denke ich mir mal. Was verliert denn er hier? Ich beende jetzt auch das Spiel mal einfach ganz. Die Pfeile, die wahrscheinlich irgendwie gesteckt haben. Das kann ja nicht schaden. Ich tu die mal hier rein. Ja genau, so wäre ich meinen Pfeil los. Oh. Ja, das Spiel beendet sich gar nicht mehr. Wow, krass. Wahrscheinlich hat das mittlerweile den kompletten RAM weggezogen, das könnte ich mir vorstellen. So viel habe ich auch nicht. Der kommt ja auch aus dem Münsterland. Seven Days to Die ist ein Glücksspiel geworden. Ja, ein wohl bisschen, ne? Und das sind wir ja hier. Ich finde es faszinierend, dass man mit Pfeil und Bogen immer noch besser trifft als mit. Obwohl, eigentlich triffst du mit Pfeil und Bogen auch nur, wenn du genau auf gerade Linie schießt, ne? So. Also, und der sich gerade nicht bewegt. Loading Particles. Ich dachte mir, das ganze Spiel neu zu starten, macht vielleicht Sinn.
So, join, Allure, connect, submit. Bin auf dem Weg zurück. Ja, aber Seven Days ist ja eigentlich das Multiplayer-Spiel. Wer spielt das schon alleine? Kaum einer, sag ich mal. Ne? Das ist schon schwach. Nach 6 Jahren immer noch nicht. Eigentlich haben sie doch aber die ganze Netzwerktechnik jetzt auf Unity komplett umgestellt. Die haben ja immer noch so einen 6 Jahre alten, nicht gewarteten Krams da benutzt irgendwie. Deshalb wundert mich, dass das nicht besser geworden ist. Weil Forest zum Beispiel nutzt auch Unity und müssen wir nicht drüber reden, wie gut das aussieht und wie flüssig das läuft mittlerweile. Ne? Das ist schon komisch. Miklos HDE und Mac Zocker. Danke. Irgendwas rennt zur Kirche. Ich schleiche hier auf dem Dach rum. Die Performance runterdrehen hört beim PvP die FPS. Was? Du meinst die Grafik? Ja, das könnte man nochmal machen. Aber die ist im Laufe des Abends schlechter geworden, die FPS. Also ich bin wieder da, ihr könnt ruhig gehen. Aber es braucht halt ein bisschen, ne? Ich komme jetzt jede Sekunde wieder rein. Ja, es wäre ein tolles Multiplayer-Spiel. Video-Quality. Können wir mal runterdrehen. Water-Quality. Zombie an der Kirche, das ist cool. Reflected Shadow. Und hinter der Kirche ist schon wieder Spaß, obwohl wir gar nicht dabei sind. Grass Distance Normal, so Tree Quality High, Anti-Alias. Dass die auch nicht warten können, ne? Dann relogge ich auch mal noch. Mach mal. Ah, View Distance habe ich immer noch auf High. Naja, okay. So, da habe ich jetzt die Grafik mal ein bisschen runtergedreht. Mal gucken, ob es besser wird. Obwohl, nee, da heile ich mich selbst. Aber ich nehme, haben wir noch Wasser? Wie lange geht denn ein Spieltag? Weiß das jemand? 50 Minuten. Danke. Ist jetzt so geraten, aber es ist eine gängige Zeit, die viele benutzen irgendwie. Ich würde so gerne Molotow-Cocktails oder sowas herstellen. Das wäre... Wobei, da weißt du auch nicht, wo du die hinwirfst, ne? So. Das Gemütlichkeit muss ja auch sein, ne? Ich besorge uns noch mal eben ein bisschen was zu trinken aus dem Garten hinten. So, ich bin auch wieder da. Ich gehe. Das ist meine Steinaxt. Ach, ich habe meine Steinaxt irgendwo verloren. Gut, dann nehme ich die hier mit. Brechen mir da wohl nichts, oder? Aldo ist einfach so verstorben. Juna auch. Wer ist denn da draußen? Ich bin in die Spikes gelaufen. Das ist schon. Also wir müssten uns mal gegenseitig noch mal hier. Nein, schon wieder? Echt? Die Party auch nochmal starten, musst du die Party nochmal einladen. Das ist so ätzend. Das merkt er sich nicht gemerkt wegen dem Relay? Nee, das ist total bescheuert. Weil ich wollte gerade sagen, wer rennt draußen rum? Ich denke, ich sehe gar keinen Pfeil. Wo ist er denn? Aber ihr müsst mich mit einladen, bitte. Bist du wieder da?
Sitz wieder auf mein Haus. Ich habe dich da irgendwie angeklickt. Also ich sehe jetzt, bei Alice habe ich jetzt Männchen. Ja, aber jetzt sind wir beide drin, okay. Bei Killer Lily sehe ich ein Sternchen als Party. Ach, weil du dann, du bist jetzt die Anführerin. Das kann sein, ich kenne mich mit dem Partykram hier auch nicht aus. Ich bin nicht so, ne? Sie ist die Party Queen jetzt. Sie ist die Party Queen, alles klar. Auf der Straße, Manny Keaton. Ich mache uns nochmal 48 Wasser fertig, ne? Nur mal so. Kann nicht schaden. Es schleicht hinten was zum Garten hin, wenn noch jemand im Garten ist. Ne, ich bin nicht im Garten. Also es kommt von der Straße und sondiert unser Haus. Warte, ich geh mal gucken. Probier's mal. Ich bin ja hier nebenan auf diesem, wo wir gerade Captain getötet haben, Killer Lady. Da auf dem Dach bin ich. Ah, okay. Ich sehe im Garten mal nix. Nee, im Garten ist auch keiner, aber da schlicht er gerade rum. Okay. Aha, okay. Ich habe ich gerade gesehen auf dem Dach. Der kam hier wieder zwischen den zwei Häusern, wo das blaue Auto steht. Das wird wohl Captain sein. Oh. Weiß nicht, wie Mucki spielt, aber Captain ist ja so immer der Typ, der mal rausrennt. Wer ist jetzt vorm Haus? Ich. Okay. Ich gucke jetzt drüben nochmal bei der Kirche. Bei der Kirche rennt jemand entlang. Ja. Da auch, ja. Soll ich mir zukommen? Ah, nicht getroffen. Noch ganz heiß. Ich verlasse mal das Dach. Ein Hit. Ich weiß nicht, wer das ist. Zwei Hits. Rieke ist das. Das tut mir leid, Rieke. Ich sollte nicht immer auf meine Mods schießen. Das ist ganz blöd. Das ist. Ja, ist das so, oder? Ja, natürlich. Das ist auch sehr komisch. Mit ausgezogenen Klamotten geht es mir schlechter als mit angezogenen. Das muss keiner verstehen. Ja, du hast ja auch mit dem Wintermantel in der Wüste nicht warm. Ja, der, also der definitiv ist Captain Carajo, hier unser Silberritter, der ist oben in der Kirche. Der wohnt da. Der versucht da gerade irgendwie was mit dem Fenster zu machen. Durchs Fenster durchschießen konnte ich irgendwie nicht. Glasscheiben. Oh, ist jemand zwischen Kirche und Haus? Nein, nein, von euch? Nee, ne? Nein. Okay. Jemand kommt da nämlich. Ich komme jetzt um die Ecke. Ah, das ist Carajo. Ich treffe ihn nicht. Oh ja, ich habe hier von hinten eingekriegt. Und wenn er trifft, dann tut das weh. Killer Lady, bist du auf dem Dach? Könnte Hilfe gebrauchen. Der ist hier. Ja, ich kann gerade nicht. Ich habe hier nämlich selber gerade einen, der hat mich auch erschossen. Wer war das denn? Keine Ahnung, aber ich habe jetzt auch drauf geschossen. Das Run. Das ist Run, ne? Ja, das war Run. Was hast du gemacht, dass die Mods gegen dich gewendet haben? Die Gewerkschaft abgeschafft? Oh, der Captain ist hier. Das Leben ist schon hart, ja, Tobi. Der Captain hat Run eliminiert. Oder ich will mir doch irgendwie wieder hier was bauen. Well, bist du vor der Kirche? Hier, nein, bin ich nicht. Ich bin noch vor unserem Haus. Vor der Kirche rennt jemand rum. Okay. Kannst du mich ganz kurz rauslassen? Mal kurz aber ganz sicher, rausgehen. Sorry. Ich kann da jetzt hinterher. Oder bist du das an der Kirchenecke? Nee, ne? Bist du nicht, ne? Oder? Nee. Ach, das ist Bohr. Jetzt ist mir kalt, finde Kleidung. Das ist doch nicht euer Laden. Hier sind gleich drei Leute an der Kirche. Du bist hinten am Teil? Drei Leute sind da. Und da ist noch einer. Ich weiß nicht, wer das ist. Eliminiert.
Ich bin jetzt hinter dir, weil... Ich weiß nicht, auf wen ich da schieße, aber ich treffe ihn nicht. Gar nicht. Aldo, ich hab'n. Super. Und hier waren aber noch zwei andere. Ich guck grad, wenn ich mal kein Standbild Man hab. Man sieht nichts bei dem Wetter, ne? Ich friere. Ah, hier oben am Fenster ist er wieder. Hier oben, da oben, guck doch mal raus aus dem Fenster. Jo, getroffen. Ach, das ist Mucki. Das war Mucki, oh, ja. Ich bin hier. Ich bin jetzt auch angeschossen worden. Seid ihr dann noch beide an der... Nee, das ist Karacho schon ich wieder. Ich bin hier. Vor der Kirche. Ja, Karacho kommt hier. Auf der linken Seite. Ich bin hinter der Kirche. Danke. Sehr schön. Oh, hier links von dir läuft jemand. Ja, da läuft jemand. Ich bin auch hier. Wo läuft jemand? Wer ist das hier? Das ist Mikbus. Okay, alles klar. Ich bin neben dir. Was ist das hier vorne? Killer Lady. Ja, aber da war noch ein Dritter. Da war noch ein Dritter bei Killer Lady. Das ist ein... Und Karacho kommt hier schon wieder auf der Straße direkt. Alles klar. Der ist doch eben schon mal gestorben. Das ist zweimal hinter... Oh, hier. Hinter dem Haus kommt auch nochmal ein Spieler. Hier geradeaus Richtung Nord. Da ist, das ist Run, Letten. Das ist Run. Todsicher. Hat einen Treffer. Hat noch einen Treffer. Yep. Sehr schön. Tommy ist ja froh, dass du Sicherheit bist. Irgendwie so. Zuerst der Kind hatte den Mops, dann Papa Schlumpf. Nee, das war die Killer-Lady, die hat Papa Schlumpf getötet. Jemand bei uns am Haus und einer rennt gerade von unserem Haus weg. Das seid ihr aber beide, ne? Das war ich, ja. Ja. Oh, hier ist schon wieder jemand. Oh! Verdammt, von wo wurde ich denn getötet? Bin ich auch schon wieder hier. Hinter dran. Hier ist Ayo. Ja, Juan war auch dort. Die kündigen jetzt alle. Ich hab'n. Boah, auch down. Oh, auf mich schießt. Ja, von wo? Ich nehme aus vom Dach, nehme ich an. Wieder hinter der Kirche rennt einer rum. Ich renne jetzt an dem Zaun entlang, ne? Ja. Zwischen Kirche und Dings. Ach komm, Karacho, ihr seid ja auch direkt bei uns alle am Haus. Es ist ja nicht so, als hättest du keinen gekillt. Wieso? Was hat er geschrieben? Er ist jetzt irgendwie raus. Das war's. Er hat 18, 16. Also er hat ja auch schon 18 Kills. Mich hat er auch 3 oder 4 Mal gekriegt, ohne dass ich irgendeine Chance hatte. Ja, da ist er eigen. Ja, ich war eben auch mal sauer. Ich stehe vor ihm, hau ihm mit dem Knüppel direkt auf den Kopf und treffen nicht. Also, ne? Nee, One hat nur noch mal eben neu gestartet. Der kommt wieder. Der lässt sich das davon auch nicht. Rechts vom Haus. An dem Haus, wo du eben warst, Mikbas, da sind zwei Leute. Bin schon wieder da. Warte, ich kletter gerade aufs Dach. Oh, Karacho ist direkt unten auf der Straße bei uns. Oh, ist das lecker hier, Alter. Ah, eine Revanche, Captain, ne? Wer ist das? Ich schieß mal drauf. Oh, Mucki, auch hier unten. Jupp. Aua, 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 das war... Hast du auf Pferd... Wer hat mich gekillt? Die Spikes. Los, da waren Spikes? Jupp. Okay. Mies! Da ist Mucki auch rein. Scheiße, echt. Da waren Spikes. Ich hab den nicht gesehen. Das ist so... Gar nicht, ich hab den nicht gesehen. Wer liegt denn bei dem Sauwetter aus? Spikes auf der Straße. Ist ja kacke, ist das ja. Toll, jetzt hab ich... Na. Ach, bei PvP kriegst du diesen Sensenmann nicht. Jetzt habe ich erstmal den Sensenmann für die nächste halbe Stunde an der Backe. Das ist blöd. Ja, ich auch.
Ach, wie doof. Das Nachbarhaus ist auch wieder... Ja, aber das ist eine echte Einschränkung, ne? Der Sinnmann. Das Nachbarhaus ist wieder belagert. Und die kommt zu uns. Ja, einer ist auf dem Dach beim Nachbarhaus, ne? Zwei sind draußen. Aber die kämpfen doch auch gegen irgendwas. Lass mal Captain mal in Ruhe, nehmen wir die halt wieder zum Ärgern. Den auf dem Dach habe ich leider nicht getroffen. Soziale Ader, nicht was? Boah. Ist das Captain Caro auf dem Dach da? Nein, ist er nicht. Ah ne, der hat einen Crossbow. Das ist nicht der Captain. Das ist Io. Hat einen Hit, aber ich bin so gut wie down. Ich gehe jetzt rein. Ich habe 6 HP nur noch. Und der hässliche Check hier. Ein Schlag in die Kuschel. Ich muss ganz kurz mal eben warten, bis ich mein Leben regeneriert habe. Den Kill gönne ich ihn nicht, deshalb, weißt du? Ich glaube, der ist nicht mehr auf. Sehr schön, Big Boss, sehr schön. Und vor allen Dingen mit einem Schuss ins Grüne eigentlich. Und dann noch Ayo, wunderbar. Steht jemand noch unten an der Mauer bei unserem Haus auf der Straße? Nein. Also ich bin im Haus im Moment. Dann schieße ich dir mal auf Verdacht drauf. Da ist doch was. Nee, habe ich mir eingebildet. Okay. Man sieht halt nicht viel. Und vor allen Dingen bei diesem Scheißwetter. Oh, 25 Player-Kills. Ja, ich ne? Ich hab ja aufgeholt. und ganz mächtig sogar, ne? Krass. Obwohl, ich hab dich gekillt. Also. Ja. Nee, das müssen wir irgendwie aber abziehen. Ja, nee, das wird ja abgezogen hier von unserer insgesamt dann halt, ne? Ja, aber woher sieht man denn das? Ja, du hast 25 Kills, bist 13 Mal gestorben, somit hast du 12 Punkte. Ich habe 10 Punkte, haben wir zusammen schon 22. Mikbus hat dann minus 15, also sind wir bei plus 7 Punkte im Moment. Oh. Also ich stehe jetzt hier gerade in fremden Garagen. Mikbus, du stirbst so oft. Das tut mir leid, das hätte ich euch vorher sagen sollen. Da steht doch immer in meinen Videos drin, sterben kann er. Sorry. Ach, guck mal, Bräuwolf ist auch 22 Mal. Ja, also Osterstrom sieht auch nicht gut aus. Irgendwie. Boah, hat auch 21, also... Ja. Alles gut, Mick, was? Alles gut. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich habe Rieke zweimal gekillt. Irgendwie so. Rieke sagt aber auch, sie ist nicht PvP. Aber letztes Mal war die richtig gut. Also, als ich mit war. Jeder hilft. Und wenn es nur ist, um die Gegner auf sich zu ziehen, das ist jetzt... unser Wasser ist fertig, fast jedenfalls. Turn on. Also, trinken ist mal, glaube ich, ganz wichtig, dabei zu haben. Ich wollte jetzt gerade reinpacken. Möchtest du noch einen Van Helsing-Hit haben? Wieso? Hast du ihn irgendwo mitgebracht? Guck mal auf die Karte. Das ist theoretisch den ihr Haus. Was schätze ich mal? Das? Meinst du? Ja, da wo ich gerade gestorben bin. Run ist aber doch bei Proxy und bei Yuna. Wieso? Ich bin doch selber gestorben, ne? Nee, Run hat dich abgeschossen. Run hat dich gekillt. Und Run ist bei Proxy und bei Yuna mit. Dann sind die... Na, entweder hat er dort gekämpft. Nee, das kommt aber in der Richtung. Mit der Richtung kommt das so hin. Ist das doch die, das Haus neben der Feuerwache, oder nicht? Nee. Nee, das ist das Haus neben der Garage, wo ich jetzt gerade war. Und zwar...
ein Skillpunkt available. Packe ich den in Perception rein oder? Nee, ich packe ihn lieber nochmal weiter in Leben rein. Bei. Kann ich gar nicht. Warum? Ach so. Weil ich. Guck mal aufs X, bitte. Guck mal auf was bitte? Auf X. Ich habe uns gerade eine Markierung gesetzt. Das müsste. Da bin ich gerade gestorben. Ich bin gerade irritiert, warum ich mir keinen Skillpunkt geben kann hier. Wahrscheinlich, weil ich noch eingeschränkt bin, ne? Wegen, ja. Ich kann da nichts. Doch in Perception kann ich was. Ist das levelabhängig? Increase your max health? Warum kann ich denn das nicht kaufen? Ach, da brauche ich zwei Skill. Oh, okay, da brauche ich zwei Skillpunkte für 140 Leben. Krass. Ja, dann machen wir Perception. So, eine Markierung hast du gesetzt. Das X. Safe Waypoint. Da bin ich gerade down. Ja, nur, das wird mir gar nicht angezeigt auf der Map. Also, da, wo du eben gestanden hast, habe ich mir eine rote Fahne gesetzt. Das X sehe ich gar nicht. Ach, da ist das X. Du wurdest mir aber eben auf der Map ganz woanders angezeigt, ne? Als du gesagt hast. Ja. Ja. Da wurdest du uns rechts von uns angezeigt. Genau. Habe ich mich jetzt vertan? Warte mal. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich. Also du wurdest genau in die Richtung, in die du guckst. Das erste genau. Haus, auf das du stößt. Genau in die Richtung, wo du jetzt auf der Karte guckst. Das erste Haus an der Straße, die so wie so ein. Genau, gegenüber von der Garage. Genau. Und du hast aber oben markiert. Lösch es wieder. Ja, gut, kein Ding. Hack's ab als Sterbewahnsinn. Remove Waypoint, okay. Ich gehe da nochmal hin. Ja, dann komme ich. Na, ich habe nur 34 Leben. Ich müsste eigentlich mal eben ein bisschen warten. Ärgerlich, dass ich mein. Ah, ist letzter Tag, ne? Dann hält mein Compote-Bow vielleicht ja noch durch. Ja, ich brauche 2 Punkte, hast du recht. Ich habe heute so wenig vom Chef mitbekommen. Ich erinnere euch an den Multileg nochmal. Also hier ist ein Feuer drin. Ich denke mal ein bisschen. Na, ich habe, wie gesagt, 36 Leben. Ich esse noch mal was, um das ein bisschen aufzufüllen. Ah, wir haben keine Klopffragments mehr, ne? Doch, haben wir. Okay, wo ist der Haken? Warum kann ich mir den nicht herstellen? Erste-Hilfe-Bandagen habe ich nicht gelernt. Also, falls jemand eine Erste-Hilfe-Bandage sich herstellen kann, wir könnten uns eine herstellen. Dann nur zu. Nee, also da brauchst du Intellekt 4 oder irgendwie was. Ja, aber das hat doch. Nickbus, glaube ich schon, ne? Sonst könnt ihr nicht so die hohen Waffen herstellen, oder? Ich habe den Kopf viermal geskillt. Ja, das ist ja Intellekt. Das ist Intelligenz, ja. Und der Intellekt. Mhm. Und der Physician, wenn du den noch skillen könntest, der Physician kann die First Aid Bandagen. Ja, aber wir können nur eine einzige, weil wir haben gar nicht genug Aloe Cream, insofern lohnt sich das. Ja, und jetzt noch Aloe Cream, jetzt geht das richtig hier los erst, glaube ich, weil jetzt ist nur noch bis 12 Uhr und dann. Bis 12 Uhr an Tag 6, ja, ne? Ja. Ich gehe mal zum Mikros dann. Hier schießt doch jemand ganz aufgeregt aus dem Haus. Oh, ist kalt draußen. Wer hat mich getötet? Oh, laufende Zombies. Aber Ran und Juna hatten doch ein ganz anderes Haus. Sind die umgezogen vor lauter Nachbarschaftsliebe? Vielleicht. Ey, der Zombie läuft aber echt weit hinter mir her. Das ist uncool.
Was stöhnst du denn da drin so? Ich trinke gerade, da freut sich mein Charakter. So. Okay, der Zombie ist weg. Also Run hat dich da einfach gekillt, ja? Aber ich verstehe nicht, warum Run. Das ich weiß auch nicht, warum er sowas macht. Das ist total untypisch für ihn. Das ist eigentlich ein ganz netter Mensch. Ja, ja, sind wir alle. So, Pi mal Daumen. Nee, ich nicht mehr, weil wenn ich Leute kille, geht mein Puls nicht mehr hoch. Das wurde schon bemängelt. Wie hat China das formuliert? Ach. Kaltherzig. Bist du draußen? Ja, ich laufe gerade zu dem Haus hin, das du markiert hast. Ach, du bist jetzt... Ach, ich stehe da genau vor. Diese du bist zwei jetzt blau. Ja, genau. Und da habe ich gerade... Aber schießen du? Ich habe gar nicht geschossen. Ich bin's nicht, ich bin nicht da. Aber irgendetwas schießt auf mich. Von irgendwoher. Bist du der, der ich denke? Nee, du bist Bräuber. Ich bin unten. Nee, nee, nee. Oh, da stehen oben an so einer hellen Mauer stehen zwei Leute an so einem Eckgebäude. Die haben auf mich geschossen. Jemand ist da draußen. Irgendjemand ist hier draußen. Ich renn gerade Bräuber hinterher. Und krieg auch schon wieder Seitenschüsse ab hier. Jemand läuft hier außen, draußen gerade. Spring mal, McBus. Ich bin drinne, das ist Io. Weil ich habe gerade Preuwolf getötet und sitzt in der Garage. Ich hab ihn aus den Augen verloren, leider. Aber irgendwann ist er. Ja, war Io. War Io, ne? Ja, war Io. Der rennt darüber zu dem Haus, wo angeblich Run ist. Der Io. Okay, ich hab das Haus getroffen. Oh, Tomahawk ist aber auch. Der ist ja jetzt rübergerannt zu diesem Gebäude, was du versucht hast zu markieren irgendwo. War da? Aber Io wohnt da doch gar nicht. Eben. Schon komisch. Jemand atmet neben mir. Ich laufe hier draußen rum. Bei so einem Baum, ja? Hast du gerade gestöhnt? Ihr seid nicht Preuwolf. Also hier draußen sind zwei Leute. Ich weiß nicht, welcher von euch wer ist. Ich bin tot. Alles klar. Mal wieder. Mein Bett muss völlig abgenutzt sein. Ich treffe ihn nicht. Nee, Io ist das. Der püppelt sich hier durch die Nacht. Oh, ich habe ihn getötet. Dann war das andere nicht Io, der da hinten entlang lief. Dann war das jemand ganz anders. Sehr interessant. Wolf habe ich aber gar nicht gesehen. Aber wer wohnt denn jetzt da hinten? Wohnt er überhaupt jemand? Rollwolf rennt schon wieder hier rum und flüchtet vor dem Zombie. Die machen Bäumchenwechsel dich. Die Frage ist, wohnt da hinten überhaupt jemand? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Doch, ich habe doch aufgeklopft. Oh, jemand ist bei uns. Jemand läuft hier durch die Wiesen. An so einem Baum. Ich laufe jetzt gerade Richtung dem Haus mit einer. Ah ja, du bist ja klar. Ich sehe dich ja auf dem Kompass. Ich bin hinter dir. Ich habe zwar nur noch ein Leben, aber ich habe doch hier gerade so einen Woodframe aufgehabt. Ich bin hinter dir. Okay, ich sehe dich nicht genau, aber ich bin hinter dir. Oben auf dem Balkon ist jemand oder bist du gerade hoch? Ich bin gerade tot. Okay, jemand ist oben auf dem Balkon. Und hat einen Hit. Und kommt jetzt runter. Oh, Io ist hier mit seinem Crossbow. Oh shit. Wir haben sich vielleicht zwei Häuser genommen. Der hässliche Captain hat schon das Feuer angemacht, wenn er es war. Oh,
Oh, ich bin tot. Ich weiß nicht mehr von wem. Von Ayo. YouTube-Cut am letzten Tag ist eine gute Idee. Das machen wir mal.